Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial, heute über die Software Z88 Aurora. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in Z88 Aurora relativ luxuriös mit unterschiedlichen Materialien arbeiten kann. Als Beispiel für den Umgang mit unterschiedlichen Materialien verwende ich eine linearmechanische Analyse eines Kunststoffblocks, das ist hier dieser große rechteckige Körper, in den ein Stahlwinkel eingelassen ist. Dieser Kunststoffblock wird an beiden Seiten fest im Raum fixiert und der Stahlwinkel wird oben mit einer Last von 500 Newton beaufschlagt. Ich zeige einmal die unterschiedlichen Körper im Präprozessor, da kann man sie etwas schöner erkennen. Ich gehe hier auf das komplette Netz, ich richte den Körper einmal ein wenig aus in der XY-Ebene, kippe ihn leicht und man kann deutlich sehen, dass dieses Netz aus zwei unterschiedlichen Bereichen besteht, das heißt, ich kann unterschiedliche Materialien zuweisen. Im Folgenden möchte ich euch nun die Arbeitsschritte zur Erstellung der Geometrie und des Netzes in FreeCAD, einem Open Source CAD-Programm, zeigen. Und im zweiten Teil des Videos möchte ich die eigentliche Anlegung der Analyse in Z88 Aurora vorführen. Ich verwende in diesem Tutorial die 4er Version von Z88 Aurora Version 4 auf einem Windows 10 64-Bit-Rechner. Im ersten Arbeitsschritt wechsle ich nun einmal über in die FreeCAD-Software. Ich verwende hier eine 0.18er Version, das heißt einen Development Snapshot, und zwar die Entwicklerversion mit der Revisionsnummer 140.14. Ich sage hier OK, ich stelle sicher, dass ich mich in der Part Design Workbench befinde und ich wähle ein neues Zeichenprojekt. Ich möchte einen neuen Körper erstellen, ich möchte eine neue Skizze erstellen und diese Skizze soll auf der XY-Ebene liegen. Ich sage hier OK, gehe in das Kontextmenü und wähle mir das Werkzeug Linienzug erstellen. Ich starte meinen Linienzug im vierten Zeichenquadranten. Ich gehe waagerecht nach rechts, ein Stückchen senkrecht nach oben, waagerecht nach links, senkrecht nach oben, waagerecht nach links, senkrecht nach unten, waagerecht nach links und ich schließe diesen Linienzug. Nun habe ich noch 8 Freiheitsgrade übrig, die ich so nach und nach beseitigen muss. Ich wähle hier diese Kante und diese Kante aus und vergebe eine Ist-Gleich-Beschränkung, damit sie gleich groß werden. Das gleiche mache ich noch mit diesen beiden Kanten, auch hier möchte ich eine Ist-Gleich-Beschränkung vergeben. Nun möchte ich hier eine Bemaßung von 3 mm einfügen. 3 mm. Hier unten vergebe ich eine waagerechte Bemaßung von 30 mm. Ich ziehe das Maß mal ein wenig runter. An dieser senkrechten hier vergebe ich ebenfalls eine senkrechte Bemaßung von 30 mm. Und habe nun schon eine fast vollständig eingeschränkte Skizze. Ich habe noch 2 Freiheitsgrade übrig, einfach deswegen, weil der Körper noch nicht im Raum fixiert ist. Ich wähle über die Rechteckauswahl diese beiden Punkte aus und mache sie koinzident. Damit habe ich eine endgültig vollständig eingeschränkte Skizze, die ich schließen kann. Ich wähle nun das Aufpolstern-Werkzeug, selektiere die Skizze Aufpolstern. Ich möchte um 20 mm aufpolstern und zwar symmetrisch zur Zeichenebene. Ich setze hier einen Haken und sage OK. Damit ist mein Stahlwinkel auch schon fertig erstellt. Ich möchte nun noch den Kunststoffblock modellieren. Dafür gehe ich auf einen neuen Körper erstellen. Ich möchte wiederum eine Skizze erstellen. Und auch diese Skizze soll wieder auf der XY-Ebene liegen. Ich sage hier OK. Gehe in das Kontextmenü und wähle mir das Werkzeug Rechteck erstellen. Ich ziehe so ein Rechteck auf. Ich vergebe hier eine waagerechte Bemaßung von 50 mm und eine senkrechte Bemaßung von 30 mm. Nun muss ich den Körper hier ebenfalls noch im Raum fixieren. Ich vergebe zwischen diesem Punkt hier und der senkrecht stehenden Y-Achse eine Bemaßung von 25 mm. Der Körper muss ein bisschen weiter nach rechts. Ich vergebe hier einmal 22,5. Weiterhin vergebe ich noch hier zwischen diesen beiden Punkten eine Bemaßung von 15 mm und bin mit dem Ergebnis soweit fertig. Ich sage hier Schließen und polstere nun diese Skizze ebenfalls auf. Ich wähle den Button Selektierte Skizze aufpolstern. Ich wähle hier 30 mm symmetrisch zur Zeichenebene und sage OK. Ich sehe mir nun einmal meinen Modellbaum an. Dieser Modellbau besteht aus 2 Körpern, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist so ungeeignet für eine Vernetzung. Ich muss diese beiden Körper zu einem Körper zusammenführen. Dafür gehe ich über in die Part Workbench. Ich wähle hier diese beiden Körper aus und als Vereinigungsmodus möchte ich Boolean Fragments verwenden. Damit habe ich nun einen einzigen Körper schon mal vorliegen, er ist jedoch noch hier im falschen Mode. Ich möchte überschalten in den Com-Solid Mode und weiterhin möchte ich von diesem Compound hier noch den Compound entfernen über den Compound Filter. Compound Filter. Und nun habe ich eine passende Geometrie, die ich sauber vernetzen kann, wobei keine Elemente über diese beiden Materialbereiche drüber laufen.
Ich wechsle einmal für die Vernetzung über in die FEM Workbench. Ich wähle hier den Compound Filter, das aus meinem Körper aus, und als Vernetzungsoption wähle ich die Gmesh-Vernetzung, Create a FEM Mesh from a Shape by Gmesh Mesher. Meine maximale Elementgröße soll 4 mm betragen. Ich sage hier Anwenden, warte einen kleinen Augenblick und mein Netz wird erzeugt. Ich sage hier OK, bin damit in FreeCAD für das erste auch schon fertig und wechsle über in die Z88 Aurora Software. Dieses noch geöffnete Projekt hier schließe ich einmal über den Close-Button. Ich möchte ein neues Projekt anlegen, dafür gehe ich auf New Project. Ich wähle hier einen Ordner meiner Wahl. Zum Beispiel habe ich hier einen Ordner Z88, in dem sämtliche Projekte abgespeichert sind. Ich möchte hier einen neuen Ordner für dieses Projekt anlegen. Ich wähle einen neuen Ordner anlegen. Als Material vergebe ich hier to material_3, drücke zweimal die Enter-Taste und ich habe einen Projektordner angelegt. Nun gehe ich noch einmal über in die FreeCAD-Software. Ich muss ja mein Netz noch exportieren. Ich kann es auch über die Leertaste wieder einblenden. Dieses Netz möchte ich exportieren, dafür gehe ich auf Datei, ich wähle Exportieren. Ich gehe auf meinen eben erzeugten Ordner toMaterial3. Als Dateiformat wähle ich hier FEM Mesh Formats. Als Dateiname vergebe ich ebenfalls toMaterial_3. Und als Dateityp ist es wichtig, dass man hier ENP wählt, das heißt das Abacus Input Format bzw. auch Calculix Input Format. Ich gehe hier auf Speichern. Gehe wieder über in die Z88 Aurora Software. Ich wähle hier meinen Import-Button. Ich möchte einen Abacus-File importieren. Ich gehe hier auf Abacus-File. Ich bin schon automatisch in meinem Arbeitsordner toMaterial3. Dort liegt auch schon mein eben exportiertes Netz drin, toMaterial3, ENP-Format. Und ich gehe hier auf OK, um es zu importieren. Ich schaue mir mein Netz einmal an. Wenn ich es ein wenig kippe, sieht man wieder deutlich, dass beide Bereiche sauber vorhanden sind. Das heißt, ich kann entsprechende Elementsets anlegen, um die beiden Materialien zuzuweisen. Nun möchte ich meine Analyse Schritt für Schritt zusammenbauen. Dafür gehe ich auf den Präprozessor. Ich gehe einmal auf Set Administration Picking, um meine Randbedingungen und Materialsets zu definieren. Ich gehe einmal auf mein Oberflächennetz. Das ist zum Bearbeiten von Oberflächen etwas praktischer. Ich zoome etwas rein und drücke die Steuerungstaste und wähle an diesem Face hier einen Knoten aus. Wichtig ist, dass man keinen Mittelknoten selektiert, da kommt eine Fehlermeldung. Nun habe ich diesen Knoten mit Hilfe der Steuerungstaste ausgewählt. Ich gehe auf Surface, die ganze Fläche wird markiert. Dieses Element, dieses Flächen- oder Knotenset füge ich hier einmal in diesen Zwischenbereich bei Marks über Add ein. Ich gehe einmal auf Deselect, ich drehe meinen Körper ein wenig. Ich drücke wiederum die Steuerungstaste und selektiere einen weiteren Knoten. Ich gehe auf Oberfläche und füge auch dieses Knotenset hier in diesen Zwischenbereich Marks ein. Ich gehe auf Deselect. Mithilfe der Steuerungstaste wähle ich diese beiden Bereiche hier aus. Hier unten ist als Vereinigungsmodus Vereinigung ausgewählt. Ich gehe auf Add Set und habe hier ein erstes Flächenset für die Fixierung im 3D-Raum erzeugt. Als Dateinamen nicht als Dateinamen, sondern als Setnamen vergebe ich hier die Bezeichnung Fix. Gehe wiederum auf Deselect und möchte nur noch meinen Lastbereich auswählen. Dafür gehe ich wiederum auf die Steuerungstaste. Ich wähle hier diesen Knoten aus. Ich wähle hier Surface, Add Set und bezeichne diese Fläche hier mit Load. Ich gehe einmal auf Deselect. In den ganzen Selektionsarbeiten gerade eben war ich bei der Knotenselektion hier oben. View Select Nodes. Im nächsten Bereich möchte ich Elemente selektieren, das heißt, ich gehe auf diesen mittleren Button View Select Elements. Ich gehe einmal auf mein komplettes Netz, damit ich auch wirklich Elemente selektieren kann. Ich gehe auf die XY-Ansicht, zoome etwas rein, so dass ich den gesamten Stallwinkelbereich schön sehen kann. In etwa so. Ich drücke die Alt-Taste, ich gehe unten in diese Ecke innerhalb des Stallwinkels und kann nun mit der Rechteckauswahl hier meine Elemente auswählen. Bis hierhin. Nicht verwirren lassen, dass hier auch noch Elemente außerhalb des Stallbereichs ausgewählt werden. Das können wir gleich wieder beseitigen. Ich wähle noch diesen oberen Bereich. Ich gehe innerhalb des Stallwinkels, ziehe ich mein Rechteck auf. Ich gehe nun nach unten bis hierhin und habe meinen ganzen Stallbereich damit erwischt. Im nächsten Schritt gehe ich einmal in die ZX-Ansicht.
Ich drücke hier die Shift-Taste, die Umschalttaste und deselektiere noch diesen Bereich hier bis zum Stahl runter. Das ist in etwa hier. Das gleiche mache ich noch hier unten. Auch hier deselektiere ich die Nicht-Stahlbereiche, das heißt die Kunststoffbereiche, bis etwa hier hin. Sieht ganz gut aus. Ich sehe mir das Ergebnis noch einmal an. Es ist immer etwas schwierig zu überblicken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sämtliche Stahlbereiche nun sauber erwischt habe und keine Kunststoffbereiche mehr mit selektiert sind. Ich füge diese Selektion hier unten ein. Als Name vergebe ich hier Metal. Ich gehe einmal auf Deselect All, wiederum XY-Ansicht, schiebe das Ganze ein wenig in die Mitte des Sichtbereiches und nun möchte ich noch den Kunststoffbereich selektieren. Ich drücke dafür wiederum die Alt-Taste und ziehe hier ein Rechteck auf bis hierhin. Nun habe ich natürlich allerhand Stahl wiederum mitselektiert, das heißt, ich kann gleich wieder mit dem Deselektieren beginnen. Das ist einmal hier oben in der Ecke. Gehen wir mal hier hin. Diesen Bereich deselektiere ich wieder. Bis hierhin. Das gleiche wiederhole ich noch hier drüben. Sieht soweit ganz gut aus. Ich gehe in die ZX-Ansicht. Ich habe einige Bereiche wiederum deselektiert, die eigentlich mit in den Kunststoffbereich gehören. Das heißt, mit der Alt-Taste muss ich wiederum einige Bereiche hier auswählen. Und zwar in diesem Bereich hier bis zum Stahl. Das gleiche wiederhole ich noch hier unten. Ich ziehe mein Rechteck auf bis in etwa hier hin. Und ich bin mir nun ziemlich sicher, dass ich sämtliche Kunststoffelemente erwischt habe. Man kann es schlecht sehen. Allerdings wird mir später eine Fehlermeldung darüber Auskunft geben, ob ich hier eine Überschneidung zwischen Stahl- und Kunststoffbereich erzeugt habe. Auch dieses Set füge ich nun hier unten ein. Hier vergebe ich den Namen Plastic. Und bin nun im Picking-Bereich auch schon fertig. Ich gehe hier auf Close. Ich gehe wiederum auf den Präprozessor. Hier oben, Präprozessor. Ich kann nun Randbedingungen definieren, dafür gehe ich auf Define Constraints. Ich möchte meine Fixierung im Raum anlegen. Ich möchte eine Fixierung entlang der X, der Y und der Z-Richtung erzeugen. Als Randbedienungstipp wähle ich Displacement, also Verschiebung. Die Verschiebung soll 0 betragen, da es ja eine Fixierung ist. Und als Name für dieses Set verwende ich ebenfalls Fix. Ich gehe hier auf Add. Ich gehe nun einmal auf Load. Meine Last soll entlang der positiven Y-Richtung aufgebracht werden. Ich gehe auf die Y-Richtung, ich gehe auf Surface Load und die Last soll 500 Newton betragen. Der Name ist Load und ich füge auch dieses Set hier unten ein. Damit bin ich hier auch schon fertig. Ich gehe hier auf Close, ich gehe wieder auf den Präprozessor. Randbedingungen habe ich vergeben, Material fehlt mir noch. Ich gehe auf den Material-Button. Ich möchte die Materialien nicht auf alle Elemente zuweisen, dementsprechend entferne ich schon mal hier diesen Haken. Ich möchte Engineering Steel verwenden mit einem E-Modul von 210 Gigapascal. Engineering Steel ist ausgewählt. Dieses Material möchte ich auf Metal zuweisen. Ich gehe auf Define und habe hier ein Materialset angelegt. Im nächsten Schritt möchte ich noch Polyethylen höherer Dichte verwenden. Das ist das Material 37. Ich wähle dieses aus, ich möchte es auf den Plastikbereich zuweisen und gehe auf Define. Nun bin ich hier im Material-Selektionsbereich auch schon fertig und kann nun meine Analyse über den Gleichungslöser starten. Beziehungsweise vorher kann ich noch einmal kontrollieren, ob ich sämtliche nötige Arbeitsschritte durchgeführt habe über die Spider-Hilfe. Hier habe ich lauter grüne Haken, hier bei Superelementstrukturen brauche ich keinen Haken. Beim Präprozessor habe ich ebenfalls lauter grüne Haken, Element Parameters brauche ich nicht, sieht alles gut aus, ich gehe auf Schließen, Gleichungslöser, ich möchte hier den Paradiso-Solver verwenden und starte meine Berechnung. Mal sehen, ob ich nun eine Fehlermeldung bekomme. Nein, bekomme ich nicht, das Alpha läuft erfolgreich durch, ich gehe auf Schließen und sehe mir nun einmal das Ergebnis an. Ich möchte die Verformung und die Ursprungsgeometrie sehen. Ich möchte meine Verschiebungen betrachten und hier habe ich ein schönes Analysenergebnis nun auch vorliegen. Ich kann mir auch einmal meine Stress at Corner Nodes ansehen. Man sieht relativ wenig. Dementsprechend möchte ich hier einmal etwas in den Körper hineinsehen. Das ist kein Problem. Dafür gehe ich auf View und wähle hier Clipping. Ich möchte entlang der X-Achse clippen. Nun kann ich in den Körper hineinsehen, wenn man ihn hier so dreht. Und man sieht deutlich, dass hier im Bereich des Kunststoffs etwas höhere, im Bereich des Stahls etwas höhere Spannungen aufgetreten sind.
Damit bin ich auch schon am Ende meines Tutorials angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich hier dem einen oder anderen eventuell weitergeholfen habe und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.